Er heißt auch Männermarmelade. Der Brotaufstrich, der nicht nur Männerherzen höher schlagen lässt. Und seit circa 6 Jahren hat er seinen eigenen Feiertag am 14. Februar. Auf einer Facebook-Seite wurde er ins Leben gerufen, allerdings mit nicht eindeutig geklärter Herkunft. Vielleicht ist er deshalb auch noch nicht in aller Munde der internationale Tag des Mettbrötchens. Ach so, gut, das essen wir ja auch. Eigentlich immer. Das wusste ich nicht. Mögen Sie Mettbrötchen? Ja. Oh, danke schön. Dann guten Appetit. Danke schön. Ehrlich, krieg ich eins? Wie? Oh. Oh Gott, was? Toll. Oh mein Gott, da ist jemand mit Mettbrötchen. Genau. Und wenn Sie welche mögen, dann dürfen Sie sich jetzt gern eins nehmen. Es ist Tag des Mettbrötchens. Ich nehme, erteilen wir uns das? Nee, wir teilen uns das. Ganzes schaffe ich gar nicht. Oh. Mögen Sie Mettbrötchen? Ja, ich mag's, ja. Oh Gott, ist aber lieb. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Übrigens, für ein ordentliches Mettbrötchen braucht man ca. 50 Gramm Hackfleisch oder auch Hackepeter genannt, garniert mit ein paar Zwiebelringen oder Gewürzgurken. Dann wird die Männermarmelade zu einem herzhaften Reinbeißer. Na dann, guten Appetit!